Ja, herzlich willkommen zum nächsten Video. Heute soll es darum gehen, ihr habt gefragt, was kann diese Plattform Pricehubble? In meinen letzten Videos habe ich sie angeschnitten, habe darüber gesprochen, habe so ein bisschen geteasert und gezeigt. Heute soll es nochmal tiefgründig um die Funktion gehen. Also bleibt dran, nach dem Intro geht's los. Ja, wollen wir auch gar nicht lange fackeln und sofort in die Plattform steigen. Ich werde euch jetzt mal meinen Bildschirm hier teilen und ja, los geht es. Hier auf der Startseite können wir alle Objekte sehen, die angelegt wurden, und in dem Zusammenhang nennt sich das Ganze hier einen Dossier anlegen. Das machen wir jetzt auch mal und haben jetzt hier im Endeffekt die Möglichkeit zwischen drei Varianten, entweder eine Wohnung, ein Haus oder ein Mehrfamilienhaus. Wir starten mal ganz klassisch mit der Wohnung, weil das einfach das Einfachste ist. Dafür gehe ich jetzt mal zu dem vorgefertigten Dossier, den ich schon angelegt habe. Zack, den habe ich jetzt hier mal YouTube genannt. Das ist auch der letzte, über den wir gesprochen haben in dem letzten Video. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann werde ich das hier oben einmal kurz verlinken. Und genau, dann geht es im Endeffekt auch zu den einzelnen Bearbeitungsmöglichkeiten schon. Wir haben als allererstes die Möglichkeit, eine Adresse anzulegen. Das habe ich jetzt hier in dem speziellen Fall schon getan, weil wir das im letzten Video schon gemacht haben. Wir sind jetzt also in der Urbanstraße 36a in Berlin, haben eine Wohnung und können jetzt hier zum Beispiel den Typen auswählen. Ob es eine Penthouse-Wohnung, Maisonette oder was auch immer ist. Wir haben jetzt hier aber in dem speziellen Fall eine klassische Wohnung und möchten wir die zum Verkauf oder zum Vermieten anbieten. Wir machen jetzt mal Verkauf, weil das ist zum Fix und Flip einfach das Interessantere. Und jetzt werden wir nach dem Baujahr als nächstes hier gefragt. Das Baujahr ist jetzt 1910 in dem Zusammenhang, 2021, in dem wir auch die Sanierung durchführen, und kommen jetzt auch schon zur Netto-Wohnfläche. Die muss man jetzt hier im Endeffekt auch eintragen. Das sind jetzt hier in meinem speziellen Beispiel einfach mal, können wir ein bisschen erhöhen, sagen wir jetzt einfach mal 65 Quadratmeter, die wir haben. Hier werden wir jetzt im nächsten Schritt nach der Etage gefragt. Das ist die Etage, in der sich diese Wohnung befindet. Da sagen wir jetzt einfach mal, das ist, ja, keine Ahnung, Wohnung 5. Im nächsten Step möchte er dann wissen, wie viele Etagen gibt es denn insgesamt, und das wären jetzt auch 5, oder nee, dann wären wir in der Penthouse-Wohnung, sagen wir also mal 6. Und wie viele Zimmer haben wir? Wir haben 2 Zimmer zur Verfügung. Und Badezimmer 1, Terrasse, Balkon, sagen wir jetzt mal einfach 4 Quadratmeter. Garten gibt es nicht dazu, einen Stellplatz haben wir noch dazu, Garage, kein Außenstellplatz. Und jetzt ganz wichtig, möchte das Programm von euch wissen, ob es ein Neubau-Erstbezug ist oder eben halt auch nicht. Wenn ihr eine Kernsanierung durchführt, das heißt Elektrik neu macht, Heizkörper neu, eine neue Gasetagenheizung zum Beispiel, Fenster neu und so weiter und so fort, dann sprechen wir von einem Neubau. Auch wenn das Objekt als solches vielleicht kein Neubau ist, ist die Wohnung komplett neuwertig, und dann ist das wichtig, dass ihr das in dem Zusammenhang hier anklickt. Würde ich jetzt mal so machen, weil es einfach spannend ist. Wir gucken uns gleich mal den Unterschied aber auch an. Wir haben Aufzug und können jetzt hier zum Beispiel noch Felder hinzufügen. Die werden aber nicht mit in die Wertung mit eingebracht, weil die einfach nicht zu den Parametern gehören. Aber man kann sie für sich selbst und wenn man das zum Beispiel Kunden rausschickt, durchaus hier noch mit hinzufügen. Und jetzt möchte er wissen, in welchem Zustand befindet sich dann zum Beispiel jetzt hier die Küche. Da macht er eine Bewertung, die eine hypothetische ist, wenn ihr diese Wohnung fertig saniert habt. In meinem Beispiel oder in den Dingen, wenn ich saniere, setze ich keine Küche ein. Das heißt, das wäre für mich hier hinfällig. Ich würde den Punkt weglassen. Wir machen ihn jetzt einfach der Faire halber mal mit und hätten hier jetzt zum Beispiel Markengeräte geräumig und können hier zum Beispiel auch einen Schritt weitergehen. Dann sind es exklusive Geräte, wenn man das auswählt, und hochwertige Materialien und sehr großzügig alles. Das Geringste wäre zum Beispiel, wenn man sagt, es ist einfach, also quasi unteres Preissegment, klein, nur Basisfunktion, und hätten zum Beispiel hier noch die Möglichkeit mittleres Preissegment. Wir sanieren meistens alles im gehobenen Segment, nicht im Luxus, und natürlich kommt dann alles in dem Zusammenhang neu. Das heißt, es ist kürzlich renoviert und neu. Es gibt noch die Möglichkeit renovierungsbedürftig, guter Zustand oder besser gesagt gehalten. Dann das Badezimmer, auch hier das gleiche Spiel. Es gibt einfach, es gibt normal, wir haben wieder das gehobene und natürlich auch die Luxussanierung. Wir bleiben mal bei gehoben
Und hier mit den drei Sternen ist das immer das gleiche. Und Fußboden gibt es jetzt hier die Möglichkeit zu sagen, und das ist das Preissegment, also Laminat und Teppich, oder aber auch in dem Zusammenhang höheres oder mittleres Preissegment. Hier haben wir dann Parkett und im obersten haben wir natürlich die Natursteinfliesen, aufwendiges Holzparkett. So, dann gehen wir jetzt auch wieder aufs Gehobene, kürzlich renoviert. Fenster haben wir klassisch die Isolierverglasung mit dem Sonnenschutz. Es geht aber auch natürlich noch eins weiter. Raumhohe Fenster, alles und Hochsicherheitsglas. Das würden wir jetzt hier in dem Fall einfach mal machen. Wir haben jetzt hier mal eine Wohnung, in der wir die Fenster super austauschen und haben somit jetzt alle Dinge angelegt, die wir brauchen. Man kann auch noch eine Beschreibung hinzufügen, den Angebotspreis noch mit reinsetzen. Das ist ganz spannend für die Leute unter euch, die vielleicht Makler sind. Fotos gehen natürlich auch, um einen individuellen Eindruck zu verschaffen. Ich zeige euch nachher, warum die Fotos wichtig sind. Das zeigt sich dann nämlich wieder, wenn man ein PDF generiert, was man dann einem Kunden geben möchte. Jetzt speichern wir das Ganze mal. Dann rödelt er hier ganz kurz und rechnet. Und jetzt haben wir auch schon einen potenziellen Verkaufspreis für diese Wohnung. Der Marktpreis ermittelt sich aus einer Preisspanne. Der beläuft sich jetzt hier in dem Zusammenhang auf 561.000 Euro. Und der Quadratmeterpreis würde dann bei 8.642 Euro liegen. Wir haben eine Preisspanne von 517 bis 607.000 Euro. Und die Bewertung der Wohnung ist auf gut eingestuft. Das bedeutet, dass anhand der Datenpunkte, die für diese Wohnung da sind, das Ganze gut eingeschätzt werden kann. Wenn du jetzt dir eine Wohnung mal vornimmst, die zum Beispiel auf dem Land ist, gibt es dafür leider einfach weniger Parameter und dann ist einfach auch die Bewertungsmöglichkeit fürs Programm schlechter. Umso zentraler die Wohnung liegt, umso besser und vertraulicher ist diese Information, die du hier auch bekommst. Und jetzt gibt es hier nochmal die Möglichkeit, sich eine kleine Zusammenfassung anzugucken. Das sind die Daten, die wir gerade eingegeben. Wir haben eine Wohnung, zwei Zimmer, ein Badezimmer, fünfte Etage von 6 mit Aufzug, 65 Quadratmeter, Balkon 4 Quadratmeter, Baujahr, Renovierungsjahr, Garage und Neubau, Erstbezug. Dann die einzelnen Qualitätsstandards, die jetzt hier ausgewählt wurden. Und jetzt ganz spannend, sieht man hier eine Wertentwicklung in Form eines Diagramms. Und das zeigt uns jetzt hier, dass es in den letzten 3 Jahren einen Wertzuwachs von 22% gegeben hat für eine Wohnung, die sich in diesem Zustand befindet. Das heißt, ein Zuwachs bei diesem speziellen Objekt von 104.000 Euro ungefähr. Und im letzten Jahr alleine von 7%, also 37.000 Euro. Und genau, fürs nächste Jahr gibt es dann im Endeffekt auch gleich eine Prognose. Wie vertrauenswürdig die ist, ist natürlich dahingestellt, weil keiner kann in die Glaskugel gucken. Aber dieses Programm macht das erstmal sehr, sehr gut anhand der Daten, die es zur Verfügung hat. So, dann kann man das hier sich einmal so angucken. Dann kann man hier ganz schön auf der anderen Seite nochmal die Karte sehen. Und auf der Karte kann man dann einmal auch ein bisschen rauszoomen zum Beispiel und kann dann ganz schön sehen, da gibt es dann hier oben ja einmal die Möglichkeit, dass man da schaut, von wo bis wo die Quadratmeterpreise sind, kann dann auch reinzoomen und kann dann auch sich das einmal von näher anschauen. So, aber jetzt geht es ja ins Eingemachte und in die interessanten Daten hier. Die Vergleichsobjekte, super spannend, guckt ihr jetzt im gleichen Postleitzahlengebiet, das ist jetzt hier die 10967 in Berlin und vergleicht dann in den letzten 2 Jahren, was es so auf dem Markt gegeben hat. Er zeigt jetzt als erstes die Objekte an, die am nächsten dran sind. Das ist jetzt hier einmal oben so vorgestellt, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, aber das lassen wir jetzt mal kurz. Und dann geht es im Endeffekt auch schon los. Und hier an diesem Beispiel können wir jetzt ganz schön erkennen, da steht historisch. Das bedeutet, das Programm verrät uns, dass dieses Objekt angeboten wurde in dieser Lage, aber nicht mehr auf Immobilien-Scout oder was weiß ich wo zu finden ist. Spannend ist auch zu sehen, dass es 56 Tage auf dem Portal online gewesen ist und nach dieser Zeit entweder verkauft wurde oder aus irgendeinem anderen Grund vom Portal runtergenommen wurde. Aber es gibt einem schon mal einen gewissen Anreiz dazu zu verstehen, wie lange so eine Vermarktungsdauer in dieser Region dauern kann, wenn man zu dem und dem Quadratmeterpreis verkauft. Warum weicht dieser Quadratmeterpreis jetzt so stark von dem unseren ab? Das kann 2 Gründe haben. Erstens ist dieser Verkauf hier eventuell schon 1 Jahr her. Aber, und das ist viel wichtiger, ist natürlich die Mikrolage auch noch extrem wichtig. Und aber auch nicht zu vergessen, wir wissen nicht, wie diese Wohnung saniert wurde oder ob die vielleicht sogar vermietet war.
Das kann dieses Programm mir nämlich in dem Moment leider nicht mit dazu verraten. Und eine vermietete Wohnung ist in der Tat meistens weniger wert als eine freie Wohnung. Jetzt klickt man hier mal rauf und kann ganz schön sehen, in welcher Hausnummer diese Wohnung gewesen ist. Das ist jetzt in 36C und wir sind in 36A aktuell, also ziemlich nah dran, 3 Meter Distanz. Wohnung, man sieht jetzt hier so ein paar Parameter, wie groß die gewesen ist. Zweite Etage, 42 Quadratmeter, gleiches Baujahr, also im gleichen Haus, mehr oder weniger. Man kann jetzt hier auf Mehranzeigen gehen und kann sich nochmal den Text anzeigen. Und dann kann man auch noch auf Quelle klicken. Und hier sehen wir, wo es angeboten wurde, auf immonet.de. Und das ist aber auch leider nicht mehr verfügbar, weil es wurde ja schon aus dem Netz genommen. Jetzt scrolle ich hier einfach mal noch ein Stückchen durch die einzelnen Objekte. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel ein aktives, das heißt, das gibt es noch. Dann müssten wir jetzt hier bei Quelle, genau, wechselt er auch schon direkt zu ImmoScout, weil ich die App runtergeladen habe und zeigt mir das Objekt jetzt hier einmal auf ImmobilienScout24 an. Hier kann ich natürlich die gleichen Daten sehen, wie ich die dann unterm Strich hier auch im Programm sehen kann. Und hier ist natürlich jetzt aber spannend zu sehen, wie lange dieses Objekt dann drin sein wird oder drin ist. Und hier sehen wir Angebotsdatum seit dem 24.04.2021. Also es ist schon 75 Tage auf dem Markt. Also irgendwas scheint mit diesem Objekt nicht zu stimmen, weil es einfach, ja, vielleicht einfach zu teuer ist, die Lage nicht den Leuten dann gefällt. Und dann muss man darüber nachdenken, ob die Wohnung, die du jetzt ankaufen möchtest und sanieren möchtest, vielleicht doch nicht die richtige Lage ist. Also man muss das immer so ein bisschen abwägen, kann man nicht sofort sehen. So, genau. Und hier gibt er einen einfach generell ganz viele Möglichkeiten, sich die Objekte, die angeboten werden, einmal anzuschauen. Hier ist zum Beispiel eine für 5.900 Euro den Quadratmeter zum komplett selber sanieren. Ich glaube, das war mein Beispiel aus dem letzten Video, ja. Die hatten wir uns hier angeguckt. Viele weitere aktive Objekte. Also super Geschichte, weil man sich das einfach an der Stelle gut angucken kann. Dann kommen wir zum nächsten Schritt. Und das ist jetzt im Endeffekt die Lage einmal hier genauer zu betrachten. Da gibt es viele Möglichkeiten. Da kann man sich einmal hier die Einwohnerstruktur angucken, wobei es dabei jetzt nicht um die Mikrolage geht, sondern ganz Berlin. Bevölkerungsprognose ist im Endeffekt genau das gleiche, auch wieder für die Stadt Berlin. Wie ist das Alter aufgeteilt? Hier geht, glaube ich, höchstens jetzt 2018. Aber auch spannend, einfach mal zu sehen, wie alt sind die Leute denn eigentlich, die in Berlin leben. Und da gibt es dann noch die Möglichkeit, vom Alter ins Bildungsniveau zu gucken. Das ist dann halt für Städte interessant, in denen ihr euch einfach nicht so auskennt, wo man sich dann diese Informationen hier nochmal nehmen und geben lassen kann. Und die Haushaltsgrößen, das ist mein Favorit an der Stelle, weil wir sehen, Ein-Personen-Haushalte haben wir 50% knapp in Berlin. Das ist unglaublich. Das gibt mir schon mal das gute Gefühl, dass ich mich auf Einzimmerwohnungen spezialisieren kann in Berlin, weil es dafür einfach einen riesengroßen Markt gibt. Geburtenrate, wie entwickelt sich die in Berlin? Geht die eher nach oben oder nach unten? Und hier gibt es einfach die Möglichkeit, sich noch dies ein oder andere anzugucken. Berufsabschlüsse und Erwerbstätigkeit. Zur Demografie die einzelnen Sachen, dann hätten wir auch Wirtschaft noch. Das Einkommen, auch sehr spannend, dass man sich das mal für Berlin anguckt. Man kann sich natürlich dann für jede andere Stadt angucken. Liegt zwischen 1.500 bis 2.500 Euro Netto-Haushaltseinkommen pro Monat. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, Objektverteilung zu sehen. Freistehend bis 1-2 Familienhäuser. 25,1%, also noch eine ganze Menge in Berlin. Nicht schlecht, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und Hochhaus. Dazu zählen dann also Mehrfamilienobjekte, gehe ich mal davon aus. Nicht so komplexe, sondern schon ein bisschen mehr, nehmen 20,8% ein. Ja, und auch hier hat man wieder die Möglichkeit, sich das eine oder andere anzuschauen. Verteilung der fertiggestellten Objekte, ist eine ganze Menge dazugekommen in den letzten 3 Jahren, zumindest laut diesem Graphen hier. Und sind die meisten vermietet oder im Privatbesitz? 15,6% sind gerade mal im Privatbesitz. Und wir wissen ja, dass wir in Berlin eine sehr, sehr geringe Eigentümerquote haben. Das heißt, die meisten Menschen wohnen zur Miete. Aber das sind halt wirklich alles Informationen, die man hier aus diesem Programm zu jeglichen Städten rausholen kann. Ich finde es super, wie es grafisch dargestellt ist. Und ich finde es auch sehr klasse, dass das hier alles so gebündelt an einer Stelle wirklich kommt. Die letzten 3 Punkte, die jetzt noch übrig sind, sind einmal die Nahversorgung. Auch das gefällt mir sehr gut, weil da bekommt man ein Rating einfach in dem Zusammenhang. Das liegt jetzt hier für diese Lage sehr auf sehr gut. Das macht er anhand von einzelnen Supermärkten und Lebensmittelgeschäften.
abhängig, zumindest fürs Einkaufen. Für die Bildung liegt es auch bei 4,9 von 5 sind das immer Sterne. Und da geht es jetzt um Kindergärten und Hochschulen. Da zeigt er dann einem hier auf dieser Karte auch ganz schön an, wo sich dann was genau befindet. Also das ist auch wirklich sehr komplex und auch schön gebündelt hier gemacht. Gastronomie, genau das gleiche Thema, auch 4,9. Gesundheit, Krankenhäuser, Apotheken, Doktor und so weiter und so fort. Freizeit gibt es jetzt nur 4,8 von 5, aber auch das ist klasse durch Spielplätze und Sport, den man da machen kann, Parks, Unterhaltung. Also klasse gemacht, Price Hubble, kann ich wirklich nicht anders sagen. Bin ich auch nach wie vor immer noch ein sehr gut Fan davon. Und hier zu guter Letzt, man sieht, was ist in welchen Geschwindigkeiten zu erreichen. Wir haben jetzt hier einmal die Bahn, das Auto und mit dem Fahrrad. Ich bin jetzt hier jetzt alles erstes mal auf dem Auto und sehe in dieser schönen Grafik hier unten, alles was in 15 Minuten zu erreichen ist, wird hier einmal schön in grün umkreist. Alles was in 30 Minuten dann in gelb und in 45 Minuten in rot. Also auch das macht wieder Price Hubble sehr gut. Fahrrad ist vielleicht noch spannend. Auch das macht er dann anhand von Google-Informationen, gehe ich mal davon aus, fest, wie lange man dann wo braucht. Aber er gibt es seinem hier einfach in einem super Überblick und auch da kann man nicht meckern. Dann hat man noch hier die Möglichkeit, das ist aktuell noch im Beta-Verfahren, wie lange man denn wohin braucht, wenn man mit der Bahn unterwegs ist. Und auch das wird hier echt klasse gezeigt und gibt ihm auch wieder ein sehr gutes Bild davon, wie das Ganze funktioniert. Dann hat man noch die Möglichkeit, sich ein Bauvorhaben zeigen zu lassen. Woher die Daten hernimmt, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber hier kann man zum Beispiel Neubauprojekte sehen, wenn man mal reinzoomt. Das ist insofern spannend, wenn ich zum Beispiel vorhabe, eine Wohnung in einer speziellen Lage zu kaufen, dann ist es interessant zu sehen, welche großen Konzerne genau in der gleichen Lage auch gerade bauen wollen. Vielleicht, weil die Lage einfach sehr gefragt ist, deswegen erhöhter Bedarf, oder gibt es da einfach, sage ich mal, andere Kriterien. Das findet man jetzt hier schwierig raus, aber es gibt einem trotzdem erstmal ein gutes Gefühl zu sehen, ob andere das auch noch vorhaben, und dann kann man das Ganze hier auch noch anklicken und sieht, wann der Baubeginn ist und sieht dann hier auch noch, wer das Ganze im Endeffekt vorhat zu bauen. Den Preis jetzt bitte einmal merken, wir haben 561.700 Euro auf dem Quadratmeter, die ihr jetzt angibt, und jetzt verändern wir einfach mal hier etwas. Zum Beispiel machen wir jetzt keinen Neubau draus, also das heißt keine Kernsanierung, sondern sanieren auf einem etwas schlechteren Niveau, sagen wir einfach mal, dass wir auf dem normalen Niveau sanieren und hier alles verändern. So, und jetzt lege ich das Ganze nochmal neu an und dann gucken wir uns einfach mal den Vergleichswert an. Schwupps, sind wir schon bei einem Verkaufspreis, der 100.000 Euro weniger auf den Markt bringen würde. Also das heißt, diese Software macht auch wirklich nicht einfach nur irgendwas aus Spaß, sondern die analysiert anhand das, was ihr dort eintippt, wirklich sehr genau, was möglich ist und was nicht möglich ist. Persönlich habe ich jetzt schon mehrere Objekte als Makler verkauft und habe die auch mit dieser Software hier eingewertet, und das hat mir sehr viel weitergeholfen, weil der Verkaufspreis, der hier angegeben wurde, auch wirklich in der Realität umzusetzen war und auch realistisch am Markt. Und auch die Fix-and-Flip-Objekte, die ich selber gemacht habe, habe ich mit dieser Software eingewertet, und es hat mir extrem viel weitergeholfen, weil es mir ein gewisses Bauchgefühl gegeben hat, wo wird sich das Ganze denn wirklich hinbewegen. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man das Ganze hier zu einem PDF exportieren lässt. Da hat man die Möglichkeit, dass es eine Marktwerteinschätzung ist oder eine Immobilienbewertung. Wir wollen jetzt hier eine Marktwerteinschätzung und wir wollen alle Komponenten da drin haben. So, jetzt habe ich das PDF hier mal geöffnet, mache das hier mal im Schnelldurchlauf. Also man hat ganz schön oben einmal in der Ecke das Logo. Das ist jetzt hier meine Firma an der Stelle. Hat eine Marktwerteinschätzung vom 8. Juli, das ist heute, die gemacht. YouTube ist der Titel, dem kann man auch jedem anderen geben. Die Adresse einmal drin, schön auf der Karte, wo das sich einmal befindet. Und dann, wenn man im Endeffekt durchscrollt, sieht man hier auch wirklich gut, wo das Ganze liegt. Einmal mit einem Street View. Der Preis ist angegeben. Hier sind die ganzen Sachen nochmal zusammengefasst. Mit der Lage auch nochmal, mit den einzelnen Bewertungen. Wie ist der Ausbaustandard? Wie hat sich der Wert entwickelt in den letzten Jahren? Und dann kommen die ganzen Grafiken, die einem hier nochmal eine ganze Menge Input geben. Und dann werden hier unten sogar die Vergleichsobjekte noch angezeigt. Also es ist wirklich ein klasse Tool. Ich kann da nicht meckern. Ich benutze es sehr gerne. Und wenn du auch Lust hast, das Programm zu benutzen, dann habe ich für dich heute ein schönes Angebot. Dann benutze unten in der Videobeschreibung die E-Mail
um mit Pricehubble einmal in Kontakt zu treten und dann auch dir dein Angebot zu sichern. Als Angebotsrabattcode benutze einfach Johannes Petter und dann bekommst du in dem Zusammenhang auch schon deinen Preis. Und viel Spaß mit der Plattform. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann wie immer, kleiner Daumen nach oben, würde mich freuen. Ein Abo kann auch nicht schaden. Es wird noch weitere Videos zum Thema Fix & Flip geben und alles andere, was rund um Immobilienmaklertätigkeiten zu tun hat. Also bis zum nächsten Mal. Peace out.